So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und die Kollegen von Mein MMO haben mal wieder ein neues Pokémon Go Quiz entworfen. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Quiz für Pokémon Go Experten, also genau auf mich abgeschnitten. Erkennt ihr diese 15 Monster? Ist nicht viel, 15, kleines Quiz für zwischendurch. Das wollen wir jetzt natürlich machen. Wenn ihr mitmachen wollt, pausiert das Video bitte, bevor ich den Mund aufmache und ratet halt mal und sagt dann natürlich, wie viel ihr richtig hattet. Mittlerweile gibt es über 500 Pokémon, okay, das könnt ihr euch ja selber durchlesen oder auch nicht, falls ihr den Link findet. Wenn ich dran denke, kann ich ja mal den Link zu dem Quiz unter das Video posten, in die Beschreibung. Aber gut, wer das Video guckt, braucht dann nachher eigentlich nicht mehr auf die Seite und das Quiz machen. Wenn ihr sowieso mein MMO verfolgt oder die Seite kennt, habt ihr es vielleicht auch schon entdeckt. Nein, was ist das? Ich will nichts runterladen. Das ist immer so vollgestopft mit Werbung da die Seite. Testet euer Pokémon Go Wissen. Viagra bestellen. Habt ihr das gesehen? Richtig genial. Mein MMO weiß eben, was die Pokémon Go Spieler brauchen. Welche Pokémon werden hier angezeigt? Die Auswahl ist bunt getroffen, so gibt es besonders starke Pokémon oder sogar legendäre Monster. Wir haben aber auch einige Pokémon eingefügt, die ihr nicht täglich seht und daher vielleicht etwas mit dem Namen zu kämpfen habt. Nun wünschen wir viel Spaß beim Raten und Entdecken der Pokémon. Click to flip. Drückt man also drauf und dann weiß man, was das ist. So, wir fangen also an. Ihr schreibt schon mal rein, was das ist oder ratet vor euch hin. Ich klicke gleich drauf und würde mal sagen, das erste ist natürlich ein Onyx, die Steinnatter, genau, Onyx, der Name steht auch dabei, sehr schön, sonst wüsste man ja gar nicht, ob das richtig ist oder nicht. Click to flip, was ist das zweite? Das ist natürlich die Weiterentwicklung vom Griffel, also müsste ein Ambidiffel sein. Gucken wir uns an, Ambidiffel passt auch, richtig genial. Dann, was habt ihr hier, ne, mit dem Marshmallow in der Hand, das ist ein Alola Knocker, tipp mal drauf, passt, wunderbar, habe ich natürlich als Shiny. Ach sowieso, Onyx habe ich als Shiny, Amidiffel habe ich als Shiny, Alola Knocker habe ich als Shiny. Können wir gleich mal den Shiny-Check mitmachen. Click to flip, jetzt haben wir hier ein Mohrenkopf. Click to flip, das ist natürlich die Weiterentwicklung vom Felino, müsste also Morlord sein. Ja, Morlord haben wir auch dabei, auch eins der Lieblings-Pokémon vom ISWO natürlich. Dann Click to Flip das nächste, sieht ein bisschen komisch aus, ist aber natürlich ein Kontinentales. Das müsste das Tropius sein, beziehungsweise nicht müsste, das ist eigentlich todsicher. Dann das nächste Click to Flip Pokémon, was jetzt in letzter Zeit wieder eine Rolle spielt, auch gegen die Team Go Rocket Bosse, wurde das oft benutzt, soll angeblich eigentlich recht passabel sein, auch im Kampf, ist die Weiterentwicklung natürlich vom Nasknet, das Voluminas, genau passt, boah, die Schrift sieht ja richtig gut aus auf dem Hintergrund. Dann haben wir als nächstes ein kleines Häufchen Elend, das dürfte ein Vogel sein, aber kein Taubsi. Das ist sicherlich das Staralili. Bam, haben wir auch hier. Da ist die Schrift größer als das Pokémon selber. Dann haben wir... Ah, ich weiß auf jeden Fall, was es ist. Ich weiß, wie es aussieht. Das ist dieses Zebra. Die Weiterentwicklung vom Zebra auch direkt. Aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das Problem ist, gerade bei den neuen Pokémon, die eingeführt wurden, habt ihr das erste gefangen, habt die IV vielleicht dran geschrieben, habt irgendwann das mit dem besten IV entwickelt und dann stand natürlich nicht der Name der Weiterentwicklung da, sondern es stand immer noch eure IV dran an der Weiterentwicklung. Ich glaube, ich habe den Namen wahrscheinlich noch nie gesehen. Das Zebra heißt, glaube ich, Ecebra. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall die Weiterentwicklung vom Zebra und heißt... Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ich weiß, was es ist, aber ich kenne den Namen nicht. Zebritz. Seid ihr auch immer auf der Zebitz? Schreibt es mal rein. Ne, Zebritz. Habe ich, ich
hab ich wirklich noch nie gelesen. Zebritz, also. Da muss man natürlich mal, hört auf immer nach IV zu gucken, fangt einfach alles entwickelt, so merkt euch den Namen. Jetzt das einzigste Pokémon, was ich noch nehmen kann, um die erlösten 15 Pokémon bei der Spezialforschung immer zu machen, nämlich Zubat. Bam, genau, Zubat, da ja eben Hornliu, Carbador und die anderen Tausender, die 1000 brauchen zum Erlösen, so selten sind und Radfratz ja nicht mehr als Krypto-Pokémon erhältlich ist, so wie es aussieht, es kommt ja immer nur noch Porygon. Deswegen geht immer schön auf Zubat-Jagd, damit ihr das für 1000 erlösen könnt, für eure Medaille, für die Spezialforschung natürlich. Dann als nächstes ein Wurm, das sieht aus wie, na, wisst ihr schon, es ist ein Milotic. Es ist kein Milotic, es ist ein Serbi-Royal. Das müsste ich doch wissen, ich bin doch oft bei McDonald's, ne? Royal TS und so, Serbi-Royal, das hatte ich doch mit Marco das Thema, aber... Das hätte auch Milotic sein können, ist aber kein Milotic. Ne, Milotic hat keine... Oh, das ist mies, oder? Milotic ist doch auch einfach so eine wurstige Schlange. Und Serbi-Royal sieht doch einfach nicht aus wie ein Pflanzenangreifer. Vergleicht das doch mal mit einem Chelderer oder mit einem Pisaflor oder irgendwas. Das ist doch einfach nur eine Wasserschlange wie Milotic eben. Naja, gut. Das ist schon richtig so, wenn es schwarz angezeigt ist. Das ist das schwarze Schaf in der Familie. Dann haben wir als nächstes ein Google-Hupf. Nein, das heißt Hubelupf. Hubelupf, glaube ich. Hubelupf, genau. Das ist auch komisch. Das habe ich mal gefunden als Figur. Wusste gar nicht, dass das ein Pokémon ist. Da gab es nämlich das noch nicht im Spiel. Da habe ich mir nur gedacht, was ist das für ein komisches Etwas. Sieht auf jeden Fall richtig komisch aus. Dann haben wir natürlich ganz klassisch, darf in keiner Arena fehlen. Da beißen sich die Leute die Zähne aus, zumindest wenn es frisch reingesetzt wurde. Ein Chanera. Jetzt habe ich fast eher gedrückt als geredet. Dann hätte man gedacht, ich habe es schnell vorgelesen, aber so schnell schalte ich doch nicht im Kopf, ne? Was ist das oben eigentlich? Der Fortschritt, das Rote, was sich da füllt? Auf jeden Fall Chanera als nächstes. Dann, ganz wichtig, Weihnachten steht vor der Tür. Und viele Leute wünschen sich natürlich, dass dieses Jahr das Pokémon wieder zurückkommt, da sie vielleicht erst seit heute spielen und noch keins haben und natürlich deshalb auch noch kein Shiny haben oder letztes Jahr das Shiny verpasst haben. Das ist natürlich das Botogel. Bam. Nee, also oben der rote Balken füllt sich nicht weiter, je mehr ich aufdecke. Hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Ach, beim Runterscrollen. Doch, wenn ich scroll, seht ihr immer den Fortschritt. Also doch. Dann kommen wir zu einem legendären Pokémon, was ich sehr gerne geratet habe, da das so ähnlich war wie mit dem Terrakium jetzt. Terrakium könnt ihr ja zu zweit machen mit den passenden Kondern, obwohl ich finde, dass Terrakium trotzdem nochmal eine Nummer schwieriger zu besiegen ist als dieses Pokémon. Das war damals in den Raids, das dürfte nämlich das Heatran sein oder Heatran. Weiß nicht, wie man das ausspricht. Sagt ihr Heat? Heatran? Das ist ja wieder Englisch, also eigentlich müsste man ja Heatran sagen. Man sagt ja keinen, das englische Namen hat es ja anders. Also Heatran auf jeden Fall. Das war richtig genial, wie man dahin ist mit seinen Boden-Pokémon, die vierfache Effektivität auch hatten. Hat es da drauf geklatscht. Da haben wir die Rehornios rausgeholt, wir haben die Sumpex rausgeholt, haben da immer mit Lehmschelle und Erdbeben draufgeknallt. Mit zwei Accounts war das so easy zu machen, ohne Probleme. Da habe ich den Bob seinen Account damals immer dabei gehabt, wenn er ja gerade nicht selbst am Start war, haben aber viele im Duo immer gelegt. Das war sehr cool. Er hat auch einen 100er bekommen damals, ich leider nicht. Obwohl das damals noch die Zeiten waren, wo man vielleicht in einem Monat 100 Legendäre gemacht hat. Jetzt habe ich ja gerade mal so 25 Legendäre in einem Monat, weil ich immer nur den täglichen Pass raushau. War aber sehr cooles Pokémon und das ist auch der Grund, wieso ich meine ganzen Sumpex dieses Jahr erst nach dem C-Day entwickelt habe,
weil ich einfach die Cedar-Attacke nicht wollte. Ich wollte das nicht als Wasserangreifer, ich wollte das als Bodenangreifer, weil ich damals gute Erfolge hatte gegen Heatran und deswegen habe ich meine ganzen Sumpex, die ich dann bei dem Cedar entwickeln wollte, extra erst später entwickelt, dass die auch ja Erdbeben haben und nicht Aquahaubitze. Jetzt mittlerweile wird es mir fehlen, weil Aquahaubitze natürlich gerade bei den Rocket-Bossen cool wäre, bevor ihr ein Kyogre reinsetzt, was ewig braucht, um seinen Move voll zu machen, hätte natürlich da ein Sumpex besser gepasst. Dann haben wir noch, ach so, das ist schon das letzte, jetzt habe ich so viel geredet, dabei ist es schon aus. Dann als letztes haben wir noch ein fliegendes Pokémon, sieht aus wie eine Eule, genau das müsste also das Noctu sein. Noctu auch dabei, richtig genial. Also wir sehen schon von den 15, eins haben wir komplett verrissen. Da haben wir einfach gedacht, das ist ein Milotic, was es nicht war. Das war ein bisschen tricky. Habt ihr da auch Probleme gehabt oder habt ihr sofort Serpiroyal erkannt? Serpiroyal? Ich weiß jetzt noch nicht mal den Namen. Serpi oder Sepi? Serpi, Serpiroyal. Ist ja auch relativ neu. Kam ja jetzt erst mit der 5. Generation raus. Deswegen hat man eine... Ja, es liegt ja nicht daran, dass es neu ist. Es liegt daran, dass der Schatten einfach so aussieht wie bei Milotic. Und das Zebritz. Das Zebritz haben wir natürlich auch verkackt, weil wir den Namen einfach nicht wussten, da ich den noch nie gelesen habe. Das Serpiroyal habe ich ja wenigstens mal entwickelt mit Marco in der Folge. Aber. Das habe ich schon wieder vergessen. Zebritz. Zebritz eben nicht. Habe ich noch nie gelesen, den Namen. Wusste wenigstens, was es ist, aber das zählt ja nicht. Ihr braucht ja die Namen dazu. Wie habt ihr abgeschnitten? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr alle 15 richtig gehabt? Seid ihr Pokémon-Experten, so wie ich? Ne? Hab ich ja gerade bewiesen, wie heftig der Boss ich bin. Auf jeden Fall. Das war es aber von meiner Seite aus. Ich finde es immer cool, wenn solche Sachen dabei sind. Die machen Spaß. Da kann man auch mal eine nette Folge drüber machen. Und das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.